Moin Moin zusammen! In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du bei einer Funktion vierten Grades, also 2x hoch 4 minus x hoch 2 minus 1, die Extrempunkte ganz einfach berechnest. Und zum Schluss gibt es sogar noch eine andere Funktion zur Übung, wo du auch die Extrempunkte berechnest mit deren Lösung. Na dann mal los, Extrempunkte berechnen. Also wir wollen Minimum, Maximum, Hoch- oder Tiefpunkt. Vielleicht gibt es sogar Sattelpunkte oder beziehungsweise Terrassenpunkte. Und das wollen wir jetzt überprüfen und berechnen. Was mache ich nun also? Ich nehme meine Funktion, die ich habe, und bilde deren erste Ableitung. Jetzt müssen natürlich die ganzen Ableitungsregeln sitzen. Falls das noch nicht so gut sitzt, schau doch mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich wirklich eine Playlist mit allen Ableitungsregeln, die du benötigst, anhand von verschiedensten Beispielen dir vorgemacht. Zieh dir das einfach mal rein. Jetzt aber quick and dirty, so wie ich es am liebsten mag. Ich muss hier ganz normal die Summen- und Differenzregel anwenden. Zu Deutsch gesagt, ich muss hier einfach jede Zahl einzeln ableiten, die mit einem Plus oder Minus verbunden sind. Und die sind alle voneinander getrennt, passt, keine Klammer, nichts Kompliziertes. Also muss ich 2x hoch 4 einzeln ableiten, minus x² einzeln ableiten und minus 1 einzeln ableiten. Wie leite ich solche ganz normal nach der Basic-Regel ab? Ich nehme die Potenzzahl nach vorne mit einem Mal dazwischen. Schau, diese 4, flupp, ist hier vorgewandert. Ein Mal dazwischen. 2x schreibe ich doof ab, 2x. Und die hoch 4 rechne ich dann eben minus 1. Selbes Spiel hier, minus x². Ich ziehe die 2 nach vorne, flupp. Das Minus, das lasse ich, das habe ich hier noch. Das x schreibe ich auch doof ab und die hoch 2 rechne ich minus 1. Wunderbar. Und minus 1 abgeleitet einzeln, das ergibt nichts. 0. Eine normale Zahl abgeleitet, egal wie fancy sie ausschaut, wird immer zu 0. Dann rechne ich das sauber zusammen. Aha, 4 mal 2 ist 8. X bleibt übrig. 4 minus 1 ergibt 3, darum ist es hoch 3. Minus 2 mal x, das ist wieder minus 2x. Und die hoch 2 minus 1, das ergibt 1. Und ob ich jetzt hier 2x hoch 1 hinschreibe, oder eben 2x ist dasselbe, die 1 kann man gedanklich einfach weglassen, aber die ist ja eh da. Nun habe ich die erste Ableitung, den alten Bad Boy, und diesen Bad Boy, der ist auch richtig schön, weil den muss ich nun 0 setzen. Und das ist immer so, wenn du einen Extrempunkt berechnen willst, erste Ableitung, 0 setzen, fertig und Spaß haben. Das habe ich jetzt hier gemacht, ich habe die erste Ableitung 0 gesetzt, tschakka. Und nun muss ich da eben die Nullstellen davon berechnen, weil ich habe es ja 0 gesetzt. Also ich muss nun die x-Werte berechnen. Hier erkenne ich nun, dass du überall noch ein x hast. Schau mal, 8 hat ein x hoch 3 dranhängen. Minus 2 hat auch ein x dranhängen. Das heißt, der erste Trick ist es, so viele xen wie möglich auszuklammern. Das hat 3 xen, ne? X hoch 3 ist dasselbe wie x mal x mal x. Und das hat aber nur ein x. Also kann ich auch nur ein x ausklammern. Und das mache ich auch direkt, indem ich das in Klammern setze und überall ein x rausnehme. Aus x hoch 3, tschack, ein x weggenommen, dann ist es nur noch x². Und minus 2x, das x rausgenommen, plupp, ist nur noch minus 2. Und dadurch habe ich auch schon die erste Nullstelle, also meinen ersten x-Wert herausbekommen. Ich weiß, wenn ich Nullstelle sage, lass dich nicht verwirren, aber weil wir die Nullstelle der ersten Ableitung berechnen. Wir berechnen trotzdem noch Extrempunkte, gell? Also habe ich den ersten Extrempunkt, den ersten x-Wert davon. Und das ist x1 gleich 0. Warum? Weil wenn du hier für dieses x eine 0 einsetzt, wäre ja hier 8 mal 0 hoch 2, das wäre 0, minus 2. Und dann wäre hier in der Klammer, würde minus 2 rauskommen, wenn ich für x jetzt überall 0 einsetzen würde. Und minus 2 mal 0 ergibt 0. Und wir wollen ja, das Ziel ist es ja, das Ganze hier zu 0 zu bekommen. Also merken, wenn du ein x ausgeklammert hast, wenn du ein x ausgeklammert hast, dann ist der erste Extremwert 0. Nun möchte ich aber noch suchen, wie ich das hier in der Klammer zu 0 bekomme. Weil wenn ich das 0 setze, zu 0 bekommen und egal, was hier drin rauskommt, dann wird das Ganze zu 0. Aber auch andersherum auch. Wenn das hier in der Klammer zu 0 wird, dann kann dieses x hier hinten sein, was es will. In tausenden Milliarden, in minus 2, egal was. Das wird trotzdem auch zu 0, weil es miteinander mal genommen wird. Zwischen der Klammer und dem x steht ja hier gedanklich ein Mal. Wichtig. Also setze ich das in der Klammer auch wieder 0. Und das muss ich natürlich mit Hilfe der ganz normalen Rechenregeln jetzt halt herausbekommen. Entweder ich stelle um, ne, hole die minus 2 rüber mit plus 2 und ziehe die, hole die 8 rüber mit geteilt durch 8 und dann ziehe ich die Wurzel, erste Möglichkeit. Oder ich mache, weil ich es eben auswendig gelernt habe, die quadratische Gleichungslösungsformel, also die Mitternachtsformel auch genannt. Das bedeutet, ich brauche a, b und c. a sind alle Zahlen vor dem x².
dem Fall 8. B sind alle Zahlen vor dem x. Hier habe ich aber kein normales x, darum ist b 0. Und c sind alle normalen Zahlen zusammengerechnet. Das ist dann mein c-Wert. Und das setze ich nun hier in die Mitternachtsformel oder quadratische Gleichungslösungsformel genannt. Sauber ein, mit Klammern wichtig, rechne das Ganze einmal. Minus 0 plus die ganze Wurzel geteilt durch 2 mal 8. Dann habe ich x2, weil du hast ja hier oben schon einen Extremwert, der ist 0. Der zweite ist jetzt dann eben 0,5. Und dann habe ich, wenn ich das Ganze minus rechne, also minus 0 minus das Ganze in der Wurzel geteilt durch 2 mal 8, ne, weil es bedeutet plus minus, darum zwei mögliche Ergebnisse, minus 0,5. Und dadurch habe ich jetzt die x-Werte meiner Extrempunkte. Geil! Und nun muss ich aber noch den y-Wert dazu herausbekommen, weil ein Wert, also ein Punkt, ist immer mit x und y gegeben. Das heißt, ich nehme meine normale Funktionsgleichung, die ich von Anfang an gegeben habe, den Badboard, den ich abgeleitet habe. Und da setze ich den ersten Extremwert ein. Das ist x0. Also überall, wo x ist, setzt du jetzt 0 ein. Und rechnest es sauber aus. Das wäre jetzt minus 1. Und darum habe ich meinen ersten Extremwert bei 0, weil hier da ist, das ist die 0, und 0 in die erste Funktion eingesetzt, gab minus 1, und darum ist das der y-Wert minus 1. Und das sehen wir auch schon, da ist der erste Extrempunkt. Dann machen wir es mit dem zweiten Wert, x2 0,5, eingesetzt, ausgerechnet, und dann kriege ich minus 1,125 gerundet, auch da, zweiter Extremwert 0,5 und minus 1,125. Das ist der zweite Extrempunkt, da siehst du den Bad Boy hier. Und den dritten, auch wieder normal in die normale Form, eingesetzt, minus 0,5 war es, ausgerechnet minus 1,125. Also der dritte Extrempunkt ist bei minus 0,5 und minus 1,125. Schau, so sieht es aus, das sind die Extrempunkte. Du siehst auch schon, der fällt hier, flupp, bis zum ersten Extrempunkt, dann steigt er, bis zum zweiten Extrempunkt, dann fällt er wieder, bis zum dritten Extrempunkt und dann steigt er wieder. Und nun habe ich meine drei Extrempunkte. Du kannst bei einer Funktion vierten Grades, kannst drei Extrempunkte geben, Funktion fünften Grades, sogar mehr, sechsten Grades. Also du merkst, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Und nun brauche ich natürlich noch die Arten der Extrempunkte. Also um was handelt es sich denn? Hochpunkt, Tiefpunkt, vielleicht ein Terrassenpunkt. Und dafür brauche ich die zweite Ableitung, weil damit kann ich das dann bestimmen. Also nehme ich meine erste Ableitung her und leite diese noch einmal ab mit den Basics-Regeln. Also wieder die Potenz nach vorne gezogen, miteinander mal gerechnet und die Potenz minus 1. Und minus 2x, da, wenn eine Zahl mit einem x ist und du leitest es ab, mit einem ganz normalen, mit einem x hoch 1, dann bleibt nur noch die Zahl übrig. Darum aus minus 2x wird minus 2. Zusammengerechnet haben wir dann eben unsere zweite Ableitung, 24x hoch 2 minus 2. Und nun muss ich jeden x-Wert von meinen Extrempunkten in diese zweite Ableitung einsetzen, um die Art zu bestimmen. Das heißt, ich nehme meinen ersten Extrempunkt, 0 minus 1, und nehme davon den x-Wert und setze den in die zweite Ableitung ein. Du merkst, sobald wir den x-Wert haben, setzen wir den einmal in die Ausgangsfunktion, um den y-Wert zu bekommen. Und nun nehme ich wieder diesen x-Wert, den alten Bad Boy, um den dreht sich heute alles. Das ist das Erstgeborene, um das geht's, das ist das Wichtigste. Diesen x-Wert setze ich nun in die zweite Ableitung ein. Und dann rechne ich das sauber aus für überall x, 0 eingesetzt, weil hier ist ja x0. Und dann kriege ich einen Wert heraus. Und dieser Wert ist ein Indikator. Dieser Indikator sagt mir, wenn du es wissen möchtest, kurz erklärt, dieser Wert sagt mir im Endeffekt an der Stelle x0, also hier, da, an der Stelle, wie ist die Krümmung in dem Moment? In dem Moment ist die Krümmung, ich verrate es dir schon mal, sie ist rechts gekrümmt, weil das Ganze hier negativ ist. Aber wenn du das mit den Extrempunkten noch nicht so gut verstanden hast, ich habe ein Video, wo ich Extrempunkte anhand von verschiedensten Aufgaben brutal ausführlich und auch den Sinn dahinter erkläre, zieh dir das einfach mal auf meinem Kanal rein. Also, und dieser Wert sagt im Endeffekt nur an, wie es gekrümmt ist. Minus 2 ist die Krümmung in dem Beispiel. Oder du merkst dir einfach, ist diese Zahl negativ, die dabei rauskommt? Handelt es sich um einen Hochpunkt oder ein Maximum? Weil immer, wenn es rechts gekrümmt ist, ist es ein Hochpunkt oder ein Maximum. Es ist links gekrümmt, dann wäre diese Zahl positiv gewesen, dann ist es ein Tiefpunkt bzw. ein Minimum. Und wenn 0 rausgekommen wäre, dann hätte es keine Krümmung gegeben und dann wäre es ein möglicher Terrassen- oder Sattelpunkt gewesen, aber das hätte man jetzt doch zusätzlich überprüfen müssen. Also weiß ich jetzt hier, die Zahl ist negativ, wenn ich den x-Wert in die zweite Ableitung eingesetzt habe. Also handelt es sich beim ersten Extrempunkt um einen Hochpunkt oder eben auch Maximum genannt.
Jetzt mache ich das für den zweiten Extrempunkt, setze den in die zweite Ableitung ein, rechne ihn aus, schaue mir den Wert an, den ich herausbekommen habe. Der ist jetzt positiv, also plus 4 oder eben 4. Und dann ist das ein Tiefpunkt, weil es eine positive Zahl ist. Also ist der zweite Extrempunkt ein Tiefpunkt. Das ist jetzt hier. Schau, macht doch Sinn. Hier Hochpunkt, Tiefpunkt. Und dann der dritte Extrempunkt, auch wieder zweite Ableitung eingesetzt, ausgerechnet. Auch wieder positiv, der alte Bad Boy. Also ist das auch ein Tiefpunkt. Und daneben unser zweiter Tiefpunkt, weil wir haben ja schon einen hier, dann ist das der zweite. Und wir haben eben nur einen Hochpunkt. Und so sieht das Ganze sauber aus. Hier habe ich jetzt noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Probier es doch mal selbstständig, halt das Video an und berechne die Extrempunkte. Und das ist auch schon die Lösung. Also wir haben hier zwei Tiefpunkte und einen Hochpunkt. Falls du natürlich jetzt noch mehr Übungsaufgaben haben möchtest, geh doch mal unten in die Videobeschreibung rein, da hast du noch mehr Aufgaben. Ansonsten, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich wirklich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!